Jo, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Ein bisschen Back to the Roots. Heute gibt es mal wieder ein Homeworkout mit zwei Kurzhanteln. Ich zeige euch zwei sehr schöne Übungen. Einmal ein Kreuzheben und eine Kniebeuge. Und ich dachte, ich muss mal wieder weg von diesen ganzen Kritikvideos, Labervideos und Werbevideos. Gibt es ja leider auch immer zu viele. Denn im Endeffekt ist das hier auch noch ein Fitnesskanal und deswegen Back to the Roots. Ich denke, Kritik kann sein und sollte auch sein und in dem Sinne vielleicht auch noch ganz kurz. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand versucht, mit YouTube Geld zu verdienen. Das muss ich auch und man kann auch mehr damit verdienen wollen, als ich das will. Natürlich, kein Problem. Man kann da fetter Business machen. Aber ich finde, irgendwann kommt vielleicht auch so ein Punkt, wo man gewisse Werte vielleicht wieder aufleben lassen sollte und sich vielleicht auch sagen sollte, muss ich denn jeden Scheiß verkaufen, um Geld zu verdienen? Und vielleicht auch mal über die Leute nachdenken, die vielleicht die Videos sehen, 15-Jährige, 16-Jährige, die vielleicht noch nicht so einen weiten Horizont haben und dann wirklich auch vielleicht denken, sie müssen gewisse Dinge kaufen und das ist in meinen Augen von meinen Werten her nicht ganz okay, kann jeder wieder auslegen, wie er möchte. Ich denke, es gibt auch andere Beispiele, guckt euch mal einen Alon Gabay an, ja, den habe ich vor einem Jahr mal kennengelernt, der ist heute immer noch so, der hat es nicht nötig, gewisse Dinge zu verkaufen und ist einfach real und ich glaube, es geht auch auf einen anderen Weg, selbst wenn man eine große Reichweite hat oder auch die bekommen möchte. Und ja, in dem Sinne einfach nochmal hier zu den zwei Übungen. Kniebeuge, Kreuzheben und ja, ich stelle mal hier das andere Objektiv auf, beziehungsweise Stativ in eine Richtung und zeige euch einfach mal hier die Übung. Viel Spaß! So, kommen wir zur ersten Übung, zur Kniebeuge. Und es gibt natürlich auch hier mit zwei Kurzhanteln oder beziehungsweise mit der Kurzhantel mehrere Variationen. Man kann natürlich einmal die Hantel hier nehmen, ich zeige euch das mal. Und dann hier schön runtergehen. Ja, so eine Art Sumo-Kniebeuge. Ich möchte euch aber ein bisschen koordinativ schwierigere Variation zeigen. Und zwar machen wir jetzt die Kniebeuge mit den zwei Kurzhanteln und nehmen die beide vorne auf die Schultern. Ich mache euch das mal vor. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir nehmen die Hantel hier vorne drauf, legen die Hantelscheibe auf dem Schulterblatt, beziehungsweise, ja, Quatsch, vorne auf der vorderen Schulter ab natürlich. Nehmen jetzt die Ellenbogen nach innen und haben jetzt das Gewicht natürlich mehr auf der Achse. Ja? Wenn wir es vorne halten, ist es nicht mehr wirklich auf der Achse. Das heißt, wir haben hier natürlich nicht die Belastung so stark auf dem Rücken, sondern natürlich mehr auf den Oberschenkeln und auch auf der Oberschenkelrückseite, beziehungsweise auch auf dem Gesäß. Die Ellenbogen nehmen hier ein bisschen nach innen und ich mache euch das Ganze mal vor. Circa schulterbreiter Stand, Zehenspitzen zeigen gleich nach außen. Oberkörper bleibt gerade, Blick geht auch nach vorne und dann gehen wir schön runter und los geht's. Eins und zwei, drei. Und schön runter. 4, 5, 6, 7. Ich zeige es nochmal von vorne. Ja, Schulterbreite Stand etwa, Zehenspitzen leicht nach außen, Ellenbogen nach innen. Und 1, 2, 3, 4 und nochmal ein, 5. Und das ist einfach mal eine Variation, wenn ihr zwei Kurzhanteln habt. Ich habe hier auch auf beiden Seiten nur 12,5 Kilo, wo die Koordination schon mal sehr stark gefördert wird. Das heißt, es wird auch anstrengend, allein durch die Ausführung. Und vom Gewicht ist es völlig okay. Für mich die beste Kniebeuge-Variation mit den Kurzhanteln. Also wenn ihr es zu Hause habt und mal was für die Beine machen möchtet, probiert es unbedingt aus. Dann habe ich noch was für den Rücken, beziehungsweise auch für die Oberschenkel, auch für den Oberkörper, ein bisschen eine Kreuzhebe-Variation. Hier nehmen wir auch wieder die beiden Kurzhanteln links und rechts in die Hand und schauen jetzt, dass wir nach unten gehen, haben immer ein leichtes Hohlkreuz natürlich hinten im Rücken, niemals einen Rundrücken, führen die Hanteln ganz eng am Oberkörper vorbei, an den Oberschenkeln bis unter die Knie leicht, die Knie werden nur ganz leicht gebeugt, ich mache das mal vor, ja, so ein bisschen so ein Entenpo machen, Brust raus, Schulterblätter nach hinten ziehen und jetzt gehen wir hier runter und ziehen hier die Hanteln wieder hoch. Umstrecken, langsam wieder runter, direkt an den Oberschenkel entlang gleiten und wieder hoch. Entenpo, Brust raus, Schulter nach hinten ziehen, langsam runtergehen und wieder raus. Wir arbeiten jetzt vor allem mit der Spannung in der Oberschenkelrückseite und im unteren Rücken, im Rückenstrecker. Diese Muskeln sollten wir auf jeden Fall spüren. Ich zeige es noch einmal. Langsam runter und hinter den Knien und dann wieder nach oben. Ja, das können wir ein bisschen mit Tempo machen. Eins. Und dann wieder runter. Zwei. Nie mit Schwung. Ein bisschen schneller geht es natürlich. Aber achtet immer auf die Spannung in der angesprochenen Muskulatur. In dem Fall hier in den Oberschenkeln und vor allem unteren Rücken. Aber auch der Schulter- und Nackenbereich ist hier angesprochen. Dann haben wir noch eine Kreuzhebe-Variation.
Und mit diesen beiden Übungen, mit der Kniebeuge und dieser Kreuzhebevariation, könnt ihr zu Hause wirklich schon mal sehr, sehr komplex arbeiten. Das heißt, ihr macht diese beiden Übungen, macht dann vielleicht noch ein paar Bizeps-Curls, eine Ruderbewegung und dann habt ihr eigentlich schon den kompletten Körper mit diesen paar Übungen abgedeckt. Das heißt, wenn ihr wenig Zeit habt zu Hause, versucht einfach mal diese Übung nachzumachen und ihr könnt ein richtig geiles Workout nur mit zwei Kurzhanteln machen. Ich bin raus. Viel Spaß beim Nachmachen, euer Görki. Ciao. It's my life, I set my own salary. Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me. Oh, no, you digging the flow. Music's chilling while I'm spilling these feelings, it's cold. Pick the best out, soon as they enter my glow. I'm like the US to a British shit, I'm still in the show. Like, step in my lane, trace every step that I'm taking. I'm headed right to the top until I'm famous. My words are drawn, you stare at in amazement. You pray that I fall, I'm sorry that I made it. Know what the state of being, no jaded feels like. Where the perception matters more than real life.